schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr, auf dass das Jahr 2021 euch nur ein Lächeln auf die Lippen zaubern wird. Und ihr habt es vielleicht gesehen, Alonka hat ein neues Profilbild, ein neues Intro und sogar ein neues Outro. Ich hoffe, es gefällt euch und wünsche euch nun viel Spaß. Im heutigen Video schauen wir uns mal das Dach an. Jedes Haus benötigt es als Witterungsschutz und es gibt viele verschiedene Dachformen sowie Materialien dafür. Das Ganze prägt dann natürlich auch das gesamte Erscheinungsbild eines Gebäudes und sollte deshalb auch gut durchdacht sein. Grundsätzlich besteht das Dach aus vier Elementen, nämlich aus der Grundkonstruktion, der Innenverkleidung, der Dämmung und der Dacheindeckung. Doch schauen wir uns mal anhand einer Zeichnung das Dach von außen mal genauer an. Erstens der First. Der Dachfirst markiert sozusagen die Schnittkante zweier Dachflächen und wenn er in der Mitte liegt, wird er auch als Mittelfirst bezeichnet. Zweitens, sobald eine Außenecke an einem geneigten Dach gebildet wird, haben wir eine Kante und das wird als Dachgrat bezeichnet. Sobald jedoch zwei Dachflächen aufeinandertreffen und eine Innenecke ausbilden, also das Gegenteil vom Grat, wird diese Ecke als Kehle bezeichnet. Viertens, Verfallung. Das stellt quasi eine Verbindungslinie dar, mit der zwei verschieden hohe Firste miteinander verbunden werden. Fünftens, die Traufe. Hier kann das Regenwasser abfließen und sie ist somit die Tropfkante eines Daches. Dort befindet sich dann meistens auch eine Dachrinne. Sechstens, der Walm. Der Walm ersetzt sozusagen den Giebel, denn sobald wir mehr als zwei Dachflächen haben, wie eben bei einem Walmdach, wird diese Giebelersatzseite als Walm bezeichnet und stellt somit eben auch noch eine Dachfläche dar, anders als der Giebel. Denn bei der Nummer 7 sehen wir nämlich den Giebel, der meist ein dreieckiger Wandteil ist und sich an der Schmalseite eines Gebäudes befindet. Der Walm ist somit eine Dachfläche und der Giebel eine Wandfläche. Nummer 8. Dazu gibt es ein Giebelgesims oder auch Ortgesims oder meistens eben als Ortgang bezeichnet. Dieser dient als seitlicher Abschluss der Dachfläche. Er verbindet dann das Ende der Traufe mit dem Dachfirst und das Ganze wird dann auch als Stirn des Hauses bezeichnet. Und zum Schluss haben wir noch die Dachgaube. Eine Gaube ist ein zusätzlicher Dachaufbau in einem geneigten Dach. Sie kann zur Belüftung oder auch zur natürlichen Belichtung genutzt werden. Wenn wir uns das Ganze mal von oben anschauen, würden wir die Draufsicht in einem Lageplan genau so zeichnen müssen. Und hier sehen wir ganz schön nochmal alle Teile von oben. Das heißt, wir haben hier den First, Dachgrat, die Kehle, sprich die Innenecke, dann haben wir die Verfallung, Traufe, Walm, den Ortgang und zum Schluss die Dachgaube. Ja, und falls ihr jetzt genau so einen Lageplan zeichnen wollt oder müsst, kann ich euch dazu ein Video empfehlen, denn dort gehen wir Schritt für Schritt alles durch, wie man so einen Lageplan zeichnet. Es ist auch momentan euer Lieblingsvideo. Und ja, das war's mal wieder. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Bleibt gesund und wir sehen uns bald wieder.